Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Gilde 3. Wir haben den Arbeitstag hinter uns. 22.30 Uhr haben wir es. So lange muss man erstmal arbeiten. Er arbeitet auch nicht weiter und der Tag geht nicht weiter. Was muss ich jetzt machen? Ja, komm, machen wir ein bisschen schneller, wa? Sehr schnell, ja. Ja, die Uhr rast förmlich vor sich hin. Schnellster Zeitverlauf, ja, gut, das geht jetzt ein bisschen schneller. Hat er die Sachen jetzt eigentlich fertig gemacht? Nur mal so zum Spaß. Hat er gemacht? So, komm, dann hau mal hier rein. Machen wir wieder hier normal. Ganz ruhig. Und hier sitzt, gehen wir jetzt zum Markt. Wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn der Markt nachts zu hätte. So, achso, ich muss erstmal das Haus loslassen. Ey, hallo. Haus losgelassen. Ach, guck mal, die sind auch neben mir. Bauernhaus. Ob der auch seine Felder unter der Matratze hat? So, ich glaube, mein Money. Ja, der steht da immer noch rum. Warum? Wird erledigt. Ja, dann machen wir das so, wenn die 2 nicht funktioniert, nehmen wir halt die Taste. Das Schöne ist, wir sind direkt am Markt. Das finde ich gar nicht schlecht. Wir haben keinen weiten Weg. So, was kriegen wir denn? Hat man nicht eben hier einen ganz viel besseren ja, Aufbau? So, für einen Beschlag kriegen wir nur Jagdgeld, wa? Was sind denn das hier überhaupt für Schwerter? Sehe ich hier nicht. Ein Dolch. Müsste doch theoretisch hier bei Waffen drin sein, oder? Dolch. Da kriegen wir 39 für. Wo werden denn die Fackeln drin sein? Rohstoffe wahrscheinlich nicht, ne? Eine Fackel wird kein Rohstoff sein. Ach, man kann auch Schafe jetzt kaufen? Spinnenbeine, Tonerde, okay. Nahrung, Waffen, Kleidung, Luxusgüter. Dazu zählt eine Fackel auch nicht, obwohl ich das fast zu Luxusgüter zu der Zeit zählen möchte. Schattenkünste, gut, da wird keine Fackel drin sein. Ein Kreisel. Einrichtung. Kann man sich die später hinstellen? Werkzeuge, eine Fackel. Oh, eine Fackel, die bringt aber Geld. Gut, dann verkaufen wir jetzt aber erstmal unsere Waffen hier. 490, naja, okay. So, dann kaufen wir unsere Rohstoffe. Ich würde sagen, ach, was war denn das jetzt für ein Brett? Das war nicht Eichenbrett, oder? War das ein Kiefernbrett? Nehmen wir erstmal Eisen. Gucken wir mal, welches Brett wir brauchen. So, nimmst du jetzt wieder die 1? Jetzt nimmt er die Tasten nicht, oder was? Kann ich den noch so steuern? Nee, kann ich nicht. Sonst konnte man den ja immer noch so steuern, dass man sagt, hier gehst du hin. Aber das macht er jetzt nicht. So, dann geh erstmal zum Haus. Ach, hier kann ich gucken, weil ich brauche Kiefernholz, brauche ich. Ja, okay. Schön. Was ist denn mit meinem Mann hier los? Will der denn jetzt nicht mehr nach Hause? Ja, packst du mal das weg hier. Ja, kann ich den jetzt per 1? Ah, ich muss auf dem Marktplatz bleiben. Okay. Wie gesagt, ich habe das Spiel wirklich noch nie wirklich richtig gespielt. Ist jetzt schon mehr, als ich je in dem Spiel erreicht habe. So, dann werden wir uns noch Kiefernholz holen, zweimal, würde ich sagen. Damit wir Fackeln und nochmal Schwerter produzieren können. Wir müssen wahrscheinlich auch aufpassen, dass wir nicht zu viele Schwerter produzieren, weil die wahrscheinlich erst verkauft werden müssen, ne? So, Kiefernholz, Rinder und Sack. Ja, später können wir uns ja auch so eine Handkarre kaufen und ich weiß nicht, ob hier auch Pferdefuhrwerk drin ist. So, holst du nochmal ein paar Bretter? Ja, Pferdefuhrwerk ist drin. Okay. Da kann man dann wahrscheinlich wesentlich mehr Waren rauf und reinpacken. Ist sowieso ein Schwächling. Hier hat er 4 Punkte, kann aber nur 2 annehmen. So, wieder auf 1. Renne. Er stolziert da ganz locker und wir rennen ihn hinten in die Beine rein. Oh, ein schönes Haus da.
So, was haben wir? 6 Uhr, dann können wir mal anfangen. Machen wir hier mal 10 Stück. 10 Stück. Auch sicher. Na klar, sicher. Hoffe ich doch. Hier machst du mir auch 10 Stück. So, aber die kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, ne? Wir bräuchten noch einen Arbeiter. Macht er jetzt 20 Fackeln? Kriege ich aus einem Brett? Achso, 2 Hölzer braucht er dafür. Ist das jetzt richtig? Ja, er braucht 2 Hölzer dafür. Dann kann er gleich damit aufhören, du. Dann ist seine Fackel richtig teuer. Dann kann er nur 5 machen, weil ich will ja wenigstens 5 Schwerter noch, 10 Schwerter noch herstellen, damit wir ein bisschen Geld machen. 290 haben wir, okay. Oder 89. Produktion abbrechen. Noch einen kann er. Noch ein. Ja. Fertig. Abbrechen. Sicher. So, die kannst du schon mal nehmen. Nein, alle bitte. So, und dann hauen wir die Schwerter raus hier. Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist echt, dass wir hier noch überhaupt nichts drin haben. So, Brandschutz können wir auf jeden Fall mal machen. Nicht, dass uns hier die Schuppen abbrennen. Lagerslot braucht man noch nicht. Auftragsbuch werden wir auch noch nichts drin haben. Nö. Tagebuch, haben wir was gestern geschrieben? Hat er was geschrieben? Nö, auch nicht. Keine Ahnung, wie man wie das Tagebuch benutzen soll, aber gut. Buch der Gesellschaften. Mitglied. Oh, die sind natürlich alle schon wesentlich höher als ich, ne? Was habe ich denn jetzt gemacht? Gratuliere. Schätzt euch glücklich. Dank eurer unermüdlichen Arbeit habt ihr einen neuen Titel erreicht. Reisasse. Zusätzlich erhaltet ihr folgende Privilegien. Euch sei hiermit gewährt, einen Betrieb besitzen und führen zu dürfen. Ich darf einen Betrieb besitzen und führen. Okay. Ja. Dann können wir doch jetzt bestimmt auch Leute einstellen. Nein, können wir nicht. Habe ich so weit gedacht. Geht nicht. was wollte ich jetzt machen? Achso, hier waren wir drin. Was ist hier? Kassenbuch. Familie, Wohnsitz, Betrieb. Müssen wir uns jetzt einen Betrieb kaufen? Weil wir machen ja immer noch alles jetzt hier, sag ich mal, zu Hause, ne? Und wir machen Minus. Ist nicht so gut. Ausgaben, Wohnsitz 300. Das waren jetzt natürlich die Erweiterungen, die wir gemacht haben, ne? So, Ämterbaum. Unsere ganze Konkurrenz sitzt schon in der Politik drin. Ist natürlich nicht so gut. Aber bisher ist ja ruhig alles. Ja, wie könnte ich denn jetzt einen Betrieb bauen, wenn ich wollte? Kann man das hier machen? Hier sind derzeit keine Ereignisse. Okay, Transport, ja. Familienangehörige, ja. Gebäude. Entschuldigung. Ja. Dunkelwald, Grabmal, ja. Okay. Erzbischofpalast. Alter, was kann man denn hier alles machen? Eigene Gebäude. Hamburg, Berlin. Fernhandelsstadt. Eine Meile. Kann ich da denn hinhandeln oder wie? Sieht ganz interessant aus. Hauptmenü. Ja, okay. Wir fortsetzen. Was leuchtet denn hier mal auf? Das würde mich mal interessieren. Ein Talent gewählt, wie? Immer nur Arbeit. Ach, das zeigt dir, du. So jetzt mir jeden Tag, du. Was haben wir hier? Ach, guck mal hier. Bauernhaus. Andere Betriebe bräuchten wir ja, ne? Doch, 500 Tischlerei, Drechslerei. Wir bräuchten aber das hier wahrscheinlich, wa? Großhandwerkshütte, Tischlerei, Drechslerei, Kunsttischlerei. Nee, wird das ist jetzt nicht unbedingt. Können wir die Sachen bauen? Alchemist, Kräuter? Nee, ich möchte doch eigentlich mehr oder weniger. Verkaufsgebäude brauchen, können wir auch jetzt bauen. Gut.
Wir bräuchten die Großhandwerkerhütte, wa? Backstube braucht man nicht, Schlachterei, Tischlerei braucht man nicht, Hufen, Söldner, Schenke, Eilstube, Räuberlager, Schreibstube, Reuterhütte, Gießerei. Mhm. Dürfen wir, glaube ich, noch nicht bauen, ne? Weberei, Schmugglerei, achso, das sind jetzt die Aufwertung, Windmühle. Okay, also da unten können wir bauen. Das ist ja schon mal, ein Anfang. So, er muss, wo sind wir denn am Grabmal? Ah, ja. Um einer Höhlen. Ja, okay. Ist nicht meine Arbeit. Wo ist denn jetzt, Ach du Scheiße. Das war Müller. Und wo bin ich? Ich bin... Kann ich die Karte bewegen? Ja, so ein bisschen. Wo bin ich das? Ja, das bin ich, wa? Ja. Okay, er muss ja fertig sein mit den 10 Schwertern. Ist er. Kann er natürlich alle nicht tragen. Das ist natürlich auch ungünstig. Warte mal, die Schwerter sollten wir dann aber noch nicht verkaufen. Weil sonst geht der Preis runter. So, beweg dich. Jetzt bewegt er sich schon wieder nicht. Ich krieg ja hier eine Krise. Warum bewegt er sich jetzt wieder nicht? Ist er eingeschlafen oder was, der Kollege? So. Und zwei. Eins. Also irgendwie hat er keinen Bock. Kann ich ihn hier anklicken? Hier habe ich ihn angeklickt, wa? Zwei? Ja. Ich muss ihn anklicken. Okay. Er hat die Sachen nicht bei, oder? Doch, war dabei. So, das sind ja schon mal fast 200. Dann könnte er ja auch schon wieder Kiefernbretter mitnehmen, wa? 5 Stück. Einfach nur mal so, dass er nicht ganz umsonst läuft. Und dann gucken wir mal, ob wir uns diese Werkhalle da bauen können oder was auch immer das da war. So, bitte wieder, zur 2. Ich kann ja gleich mal auf die 3 drücken, wenn wir was verkauft haben. Mal sehen, wo wir denn hinrennen. So, sind auch fast 500, es läuft doch gut. Dann holen wir uns erstmal Eisenspilier als mit Holz, okay. Das muss mir auch mal jemand erklären. Gut, holen wir erstmal Eisen, weil damit können wir ja dann erstmal Sachen bauen wieder. Wir haben 600, 74. So. Warte mal, dann gucken wir mal hier. Betriebe. Das zeigt er mir jetzt wieder nicht an. Weberei, ich will keine Weberei bauen. Wo hatten wir denn das jetzt? Lagerhaus will ich auch nicht bauen. Bauernhaus, Bauernhaus, Haus, Haus. Ich könnte mir jetzt ein großes Haus bauen oder was? Aber ich bin doch jetzt, sag ich mal, große Handwerkskund 1 brauche ich dafür. Ja? Ja, ich gucke gerade. Keine Angst. Weil das ist nur komplett anders als damals. Ich bin der Meister. Ja, ist ja gut. Früher konnte man im Haus Erweiterung machen und sowas alles. Und das... Ich weiß nicht, wir haben noch kein Talent ausgesucht. Muss ich jetzt Ditte machen, oder wie? Handwerkskunst. Ja? Wie viele Punkte haben wir denn überhaupt? Ich sehe das gar nicht. Ja? Habe ich das jetzt? Nö, habe ich nicht, wa? Steinverarbeitung. Grad 0. Warum bin ich jetzt bei Steinverarbeitung?
Holzverarbeitung. Hier will ich, wa? Schmiedekunst, genau. Schmiedekunst. Da sind wir richtig. Und dann haben wir schon mal das ausgesucht. Können wir jetzt was bauen? Groß Handwerkerhütte. Wollt ihr folgendes Gebäude bauen? Nicht gut, aber schnell. Das ist genau der Werbeslogan, den man braucht. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Lass mal raus hier. Ah! Und dann werden wir mal sehen, wo wir das hinsetzen oder ob sich das hinsetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.